Hallo und willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Zuletzt hatten wir hier... Wer ist der Hoshi? Keine Ahnung. Sammeln wir erstmal hier den Rotz ein. Hatte ich mir doch sogar aufgeschrieben. Der hieß Ralsen Axaroth. Und ich sammle gerade den Mist mit dem falschen Charakter ein. Fertig, das kann er behalten. Kann man verkaufen. Dahin. Kann man auch verkaufen. Der hat hier was kaputt. Fit. Einmal eine Heilung. So, da unten wird es auch weitergehen, aber wir räuchern jetzt erstmal hier diese ganze Ecke aus. Und dazu geht es jetzt dort als nächstes weiter. Careful, I spotted a trap. Die sind stark und die anderen eigentlich nicht. Da ist auch kein besonderer bei. Die wollen auch wahrscheinlich zu mir hin. Naja, die beiden zumindest, die werden zu mir hin wollen. Vielleicht kann ich ja einen davon... Schade. Der war aber auch ganz okay. Was machen wir da? Wir könnten natürlich... Das lohnt, glaube ich, so überhaupt gar nicht. Der ist, denke ich, ganz hübsch. Zwei gelähmt und halb tot damit. Ja, der Zauber ist schon extrem stark. Wartet erstmal ab. Machen wir erstmal nur so einen kleinen Feuerball. Können wir dann nachher nochmal nachrüsten. Die Segnung braucht mehr. Machen wir erstmal nur das. Ah, die kommen hier nicht durch, weil es brennt, denken die sich. Ja, klick schon auf weiter, Junge. Gut, der kann von hinten casten. Na gut, der andere Seite. Autsch. Der andere hätte wahrscheinlich schießen können. Wir haben dies gelähmt, aber auch nur für eine Runde. Unsichtbar. Aha. Drei. Auch schon nicht mehr unsichtbar. Schalten wir erstmal den da aus. So.
Dann eine Heilung. Damit erwische ich beide. Den hinteren kann ich leider damit nicht treffen. Dann machen wir das halt so. Der mag nicht. Der braucht aber wieder. Okay, was soll das gewesen sein? Jetzt stehen die auch noch nebeneinander. Das war Verlangsamung. Und der holt sich jetzt auch noch Nahkampfschaden ab. Ganz liegen bleiben. So, denn haben wir den hier 96%. Oder wir machen das, damit ist er sofort tot. Die muss ich leider heilen. Vielleicht können wir den einmal auf den Boden werfen. Ja, perfekt. Ziel ist unsichtbar. 12 Meter. Brutzel, Brutzel. Aber nur sicherzustellen, dass den jemand verendet. Sabbel. Das war jetzt mal ein einfacher Kampf zur Abwechslung. Wobei der vorletzte Kampf war auch nicht schwer. Aber sagen wir mal ein schneller Kampf. Dann geht's jetzt nach links. Da waren so ein paar. Okay, die rauchen einfach ab. Oh. Oh, Herr des Todes. Will punish you.
Naja, aber da habe ich gehört, dass der Leute da reinportet, aber keine Ahnung, wie man da was gegen machen kann. Wir nehmen uns erstmal einen von denen, würde ich sagen. Und zwar den. Sehr schön. Oh oh. Naja, sag mal anders. Wobei, jetzt habe ich den schon. Werde ich hier hinkommen lassen. Können wir den zu Boden befördern? Sehr gut. Aber nicht besonders viel aus, wie es ausschaut. Die werden mich jetzt gar nicht sehen können, weil ich hier hinter der Wand stehe. Also müssen die quasi alle den angreifen. Okay. Das macht er also so. Und er konnte den auch sehen. Die Reichweite ist also da anscheinend unbegrenzt. Müssen wir mal anders probieren. Ich werde aber mal schauen, dass ich die Gruppe von der anderen Seite angreife und eventuell den Todesritter einzeln rausziehe. Mal gerade warten. Okay, der läuft da hinten runter. Ja, jetzt warte ich mal ab, bis er wieder hier ist.
Müssen wir mal schauen, ob man mit dem Wirbelwind die Lava vernichten kann. Na komm schon. Dann lade ich halt jetzt und gehe an der anderen Seite ran und hol den Todesritter raus. Komm her! Da ist er. Perfekt. Natürlich jetzt auch umkehren können. Aber ich glaube, das wäre auch nicht so super effektiv gewesen. Ich werde den später hier angehen. Ich werde mich hier erst noch weiter umgucken und eventuell noch bis 20 hochsteigen. Look out! I see a trap nearby. Look out! I see a trap nearby. Abgeriegelt, ja. Oh, da fällt mir gerade ein, hier unten war doch auch noch, nicht da, dort, da war doch auch noch was zum Ausgraben. Ral Zen Naxaroth.
Ich glaube, der von Legend of the Seeker ist doch auch irgendwie so, oder? Aha. Na, aber später. Careful, I spotted a trap. Hold. Our enemies have landed trap. Hold. Aber wogegen ist das ja? Oder was ist hier geschützt? Ich sehe ja nichts von Wert. Aber dort ging es ja auch noch weiter. Und da unten in den Sumpf könnte man theoretisch auch noch. Die Erfahrung reicht auf jeden Fall, um auf 20 zu kommen. Careful, I spotted a trap. Ja. Muss wieder nur heilen. Jo, Jungchen, dich nehmen wir. Vier? Ja, komm, Digga. Den Versuch ja noch. Hat auch nicht geklappt. Thank you.
Nein! Ja, das ist hier so ein bisschen scheiße, das ist halt... wenn man am Schluss vom Kampf noch was abbekommen hat oder in so einer Suppe drin steht, dann ist die Chance, dass man dadurch verendet, extremst hoch. Am besten war es ja an der einen Stelle, wo ich im Dialog war. Und ich dann den Dialog natürlich nicht wegklicken konnte und dann einfach wegen des Dialogs gestorben bin. Dürfen sich die anderen schon aufs Heilen konzentrieren? Ein Reh. Ihr, wer seid ihr? Wie ihr leuchtet, wie ihr durch die Essenz des Göttlichen leuchtet? Vielleicht könnt ihr uns helfen. Dieser Wald ist verfluchter als je zuvor. In eben diesem Sumpf nährt sich ein Dämon an Unschuldigen. Was könnt ihr mir über diesen Dämon erzählen? Was könnt ihr uns über sie erzählen? Vor nicht allzu langer Zeit war dies das Gebiet des Waldgeistes. Sie, eine gutmütige Seele, kümmerte sich um die bedauernswerten Kreaturen dieses Waldes. So viele von ihnen waren von der bösen Quelle verdorben. Aber dieser Dämon überlebt dank Schmerz und Angst. Die Furcht ist sein Mana. Schadet den Kreaturen dieses Sumpfes nicht, es sei denn, ihr wollt sie stärken. Mhm. Wir suchen nach dem Waldgeist. Sie ist die Seele alles Guten, das an diesem verdammten Ort noch übrig ist. Sie arbeitete unermüdlich, um den Schmerz durch die Quelle geschundenen Seelen in diesen Wäldern zu linden und ihre Wunden zu heilen. Er hat sich in der Hütte am Meer verschanzt, ein kleiner Spaziergang durch den Sumpf und schon seid ihr da. Aber der Dämon hat von ihr Besitz ergriffen. Ihre Kreaturen schreien aus voller Kehle. Doch wo sie einst die sanfte Hand der Natur fanden, finden sie nun einzig weit aufgerissene Dämonenmäuler. Mhm. Wenn er meint. Da ist nichts.
Verlassene Hütte. Ah, okay. Hallo Hügel. Das ist sowieso 100%. Gelähmt. Schlabber. Explodiert sich jetzt jedes Mal selber so ein bisschen. Weg mit dir. Wachsames Auge. Sollte ich vielleicht von der anderen Seite kommen? Daneben geklickt. So. Ein Schatz. Ein richtiger Schatz. Das wird wahrscheinlich ein Hinterhalt werden. Wenn ihr mir das erlauben wollt, ihr seht so aus, als wolltet ihr Gold. Ist euer Geist schnell und geschickt, dann findet ihr, was sich hinter meinem Rücken versteckt. Euch gebe ich diesen schönen Schrein. Euch gebe ich, was einst mein. Schmierig wie Öl, hell wie der Tag. Nutzt euer Hirn, entwirrt meine Scharade. Wir trafen erneut auf Bellegarde. Diesmal schaltet er ein Wegpunktziel für uns frei, das anscheinend zu einem Irrgarten voller Reichtümer führt. Cool. Bellegars Irrgarten. Ah, ja.
da oben war diese etwas größere Gruppe, die auch so ein bisschen Wumms hatte. Dann werde ich die als nächstes nochmal an. Moment, da ist was. Ist auch hier erstmal wieder Zeit, einen Schnitt zu machen, auch wenn das jetzt nicht besonders viel war. Dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Bis dann!